Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Gala-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreicher Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder der Häuserklüften der Stadt. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Entschuldigung. Wir kennen sie an als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja gar noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen und den allerstärksten Pokémon der Gala-Region präsentieren. Es ist Zeit für ein Schaukampf unserer Champs! Region! Verabschiede dich schon von deinem Spitznamen Delien, der Unbesiegbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak Dynamax! Alter! Geil! Hallo, ich bin's, hier mal zu Hause. Hey Miri, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch sein Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Ja, ja, natürlich. Was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur schnell Miri abholen. Das Match kann sie ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab. Ich warte auf der Straße auf dich. Okay. Achso, ich muss. Also. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen Pokémon Schild und. Ah, ich freue mich! Ist das ein Mamfaxo? Ich freue mich schon so lange auf dieses Spiel. Ah, okay. Wir müssen zu Hopp. Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß ja nie, wie das Wetter wird. Da hast du wohl recht. Oh mein Gott, guck mal, wie süß das Zimmer ist. Ah.
Okay, warte. Voll nice, okay. Emuli! Nein, nein, das ist alles okay, so. Nein! Ein Fernseher, der neuesten Generation, er wurde zusammen mit der Konsole verkauft. Sehr, also das ist gutes Geschäft, würde ich mal so behaupten. Ein Pikachu! Oh mein Gott! Du schnappst dir deinen alten Beutel, deine Mama. Ich bin hyped auf dieses Spiel. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du den Spielspeicher sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte wählen. Okay. Dankeschön. Also, das ist die Küche. Eine wunderschöne Küche, muss ich mal einfach so sagen, ja. Was ist hier drin? Okay, nix. Okay. Geh zu Hopp, der draußen auf dich wartet. No! Ich brauche das so süße Pokémon. Guck mal. Ah, Knospi. Entschuldigung, wenn ich ab und zu quietsche, aber das ist einfach so süß. Wow. Was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hättest du nicht gefunden, was? Oh Mann. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Natürlich. Mhm. Ich bin vorbereitet. Schau mal, ein Volley. Was macht es denn da? Oh, süß. Ah! Lass mal schön den Zauri in Ruhe. Der hat dir doch gar nichts getan. Außerdem fängt dann... Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Woli! Hoffentlich hat es das begriffen, aber jetzt nun zu uns, Miri. Da hinten ist ein Omot! Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Entschuldigung, ich übersteuere ein bisschen. Aber ich will mich umgucken, ich will keine Rennen machen. Wolli. Okay. Oh Mann, so süß. Wolli, noch mehr ein Wolli. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten kämpfen austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ja, ja. Wo ist überhaupt das Haus von ihm? Ist das das Haus von ihm? Bist du hier zu Hause? Hallo? Ich gehe einfach mal irgendwo rein. Schade, ich habe verloren. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh. Hallo, Hopp. Oh, Miri ist ja auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich gleich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Miri? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich.
Okay. Da kann ich nicht rein, kann ich mit dir reden? Nicht, dass du mitgehst, Miri. Grüß mir meinen Deleon. Mach ich doch. So, ich bereite jetzt erstmal alles für unsere Grillparty vor. Sehr schön, machen Sie das mal. Schnur. So süß. Hallo. Für Hopp ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Ist das sonst, wie ich ihn gerade gesprochen habe? Ich weiß es nicht. Oh. Deleon ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für jeden Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Wenn er ja nie zu Hause ist, kann dir keine Unordnung passieren. Und ich glaube, das ist sein Zimmer. Ich bin mir nicht sicher. Und das ist das von Hopp. Ah, Gengar! Und Machomai! Machomai? Ja, und Dragoran, genau, Glurak. Okay, gehen wir mal wieder nach draußen. Wir müssen zum Bahnhof. Da vorne ist Hopp. Alles stark klar, dann los. Aber pass auf, dass du mit dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Du weißt, wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück mein Wolli, falls mich eins der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Okay. Ich will jetzt einfach trotzdem gerne da reingehen. Route 1, okay. Wenn du kein Pokémon hast, bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Mann, ich will aber! Oh, Entschuldigung, ich übersteuere heute ein bisschen sehr viel. Es tut mir leid, okay. Ich nehme an, das ist der Bahnhof. Aber das ist hier. Ah. Okay, hopp. Ist okay. Da, Best Raspberry. Booty. Hallo, Bestberry, euer Champ Deleon ist wieder hier. Was für ein Empfang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist es wirklich. Deleon ist hier und du und dein Glurak sind einfach unschlagbar. Danke, danke. Dreht auf jeden Fall auch eure fleißige trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon. Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel stärker zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigene Stärke. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainergalas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Hä? Oh mein Gott! Hi, Bruderherz! Ah, hopp! Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen! Mann, bist du groß geworden! Das sind gute 3 cm mehr. 10 cm, Entschuldigung! Gut geraten. Dein Blick entgeht
Deinem Blick entgeht gar nichts. Ich mach mal kurz. So, dass ich nicht so übersteuere. Gut geraten, deinem Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nix. Hopp, hab mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Miri sein. Ich bin Delion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Delion der Unschlagbare. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug quatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir uns erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen immer. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenwürdigen Rivale hätte. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Oh Mann. Wieso kann ich bei Pokémon-Projekten nie richtig lesen? I don't know. Es tut mir leid übrigens. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo sind die versprochenen Geschenke? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Oh oh. Jetzt ist die große Frage. Ah! Shit! Los, meinen Kleinen. Zeigt den beiden, wie was in euch steckt. Das Pflanzen-Pokémon. Oh je. Genug gespielt, komm mal bitte wieder her. Oh, ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll. Verdammt. Wähl du zuerst, ich hab schon meine Wolli. Okay. ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll. Soll ich das Feuer-Pokémon nehmen oder das Pflanzen-Pokémon? Alle drei sind so herzig. Ich weiß es nicht, wie ich es nehmen soll. Verdammt! Hi, na? Oh Mann, alle sind so herzig! Ich weiß nicht, wenn ich es nehmen soll. Das ist süß. Das ist aber auch süß. Ich glaube, ich nehme Pflanze. Oder eine Sonne Feuer. Ach, weiß es nicht. Ich nehme das da. Hallo. Chimpi vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Hallo. Ja! Nein, ist okay. Aua! Hi. Das ist süß!
du hast dich also für Chimpiep ausgesucht. Gute Wahl. Memon. Du bist also mein Partner. Wir werden uns beim Trainieren so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Nein, ist das Häschen voll alleine. Das habe ich mir schon gedacht, Hopp. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Miri ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander weiter mit wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut wie ich zu werden. No. Du kommst mit mir mit kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Oh, ich dachte schon. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Am nächsten Tag. Gib's zu, Hopp. Du bist gestern bestimmt in die... Was? In die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz. Miri und Chimpiep haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und sein Pokémon. Behaltet das immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu einem würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du sie denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Miri und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Wir sind jetzt waschechte Trainer, aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren. Mit ihnen kämpfen, Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Jo. Glaubt an eure Pokémon. Schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr das Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholt. So macht Kämpfen auch gleich viel mehr Spaß. Oh oh. Unser erster Pokémon-Kampf in Pokémon Shield. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen! Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat. In- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Das ist aber... Okay. Pokémon-Trainer Hopp fordert dich heraus. Setzt seine Volley. Hä? Wieso setzt du jetzt bitte Volley ein? Unfair. Ach ja, und er hat zwei. Okay. So, mein Chip. Katze.
Sehr gut. Komm. Mach nochmal Kratze. Ich habe noch keine so guten Attacken, deswegen Kratzer! Wally wurde besiegt. Sehr gut. Sehr gut, wir haben die ersten Erfahrungspunkte erhalten und wir sind Level 6. Yes! Zweigstoß, okay. Das klingt doch schon mal nicht so schnell. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Guten. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken? Und welchen der Typen? Nein. Ich muss ja auch sagen, ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Und Level 7. Yes! Yes, yes, yes. Ich hatte zwei Pokémon dabei und hab trotzdem verloren. Du und Chip Chip seid echt krass, Mann. Krass, Mann. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Gluraglas rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt auch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mach ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Miri, deshalb würde ich dir gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs Rivalin wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruder? Ich bin nicht bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also der Arena-Challenge teilnehmen? Dem größten Turnier Galas? Wenn das so ist, solltet ihr euch zuallererst mehr über Pokémon aneignen. Vor allem du, Miri. Ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Ja. Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Okay. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Miri. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hope. Okay, ich sag dem Professor Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hope beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir unser Pokédex holen gehen. Okay. Oh Gott. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Miri? Ja, das habe ich auch gehört. Oh nein, das Tor ist offen, das Wally ist spurlos verschwunden. Oh je. Nein, Wally! Es hat vorhin doch mit immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist. Das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammenge-
gestaucht haben. Was machen wir jetzt, Miri? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist dir Zuzüge verboten, aber das zählt dir wohl nicht eindeutigen als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Miri, jetzt sind wir rangeklopft. Okay, unsere erste Mission.